Ja, hallo, ich bin Rémy Armand Tripoté. Ich bin Tenure-Track-Professor für vergleichende Literaturwissenschaft mit Schwerpunkt auf afrikanischen Literaturen an der Uni Wien seit 2 Jahren. Sprich, ich habe die große Aufgabe, fast die Mammutaufgabe bekommen, die Literaturen dieses wichtigen Kontinents zu vertreten. Was nicht möglich ist, natürlich allein 54 Länder. Über 2000 Sprachen, das sind tausende Literaturen. Was ich versuchen kann, ist immer wieder regional zumindest was anzubieten, regionale Vertretung, zum Beispiel einen Kurs über die Literaturen Mayotte im Indischen Ozean oder mal über Niger zu sprechen oder in einem anderen Kurs eine Art Panorama, einen Überblick anzubieten, wer sind die Leute. Von Nigeria über Kenia, Tansania bis zu Kamerun, Senegal und so weiter. Und dann gibt es später dann Vertiefungskurse, in denen wir uns in einzelnen Regionen oder einzelnen Autoren besonders intensiv beschäftigen. Zu meiner eigenen Forschung, zurzeit das Buchprojekt, das nach 5 Jahren zu Ende gehen wird, hat mit dem Thema Migration nach Europa zu tun, aber Migration, die auf afrikanischem Boden stattfindet. Und das ist, es geht um die Komorischen Inseln, die aus 4 Inseln bestehen. Und Mayotte ist eine der 4 Inseln und gehört offiziell zu Frankreich, das heißt EU. Und diese Problematik der Migration als Begriff, der Migration selbst als Begriff erstmal in Frage zu stellen und so weiter. Ja, ich bin zum 3. Jahr dabei. Das erste Jahr war natürlich Dezember 21 online, da hatten wir vor allem Schriftstellerinnen aus Österreich, afrikanische Schriftsteller, die in Österreich leben. Ich denke an Tarek El Taeb aus Sudan, Ishraqa Mustafa auch aus Sudan, die hatten wir online und andere noch dazu. Letztes Jahr das erste Mal vor Ort, das war auch genauso spannend und es ist für mich als Moderator immer eine schöne Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, aber eine schöne. Das heißt, das Festival gibt mir auch die Möglichkeit, mich mit Autorinnen zu befassen, mit denen ich mich noch nicht befasst hatte. Es ist, wie gesagt, es ist sehr, sehr breit, der Bereich. Und das ist für mich ein Lernmoment, zu wissen, okay, wer kommt dieses Jahr? Was hat die Person geschrieben? Kenne ich schon das Werk? Beziehungsweise dann suche ich mir Bücher aus, für die Einführung, dass ich einen Überblick bekomme. Dieses Jahr hatten wir zum Beispiel Ken Bugul aus Senegal, also dieses Baobab, das zu uns gekommen ist. Tolle Momente haben wir alle hier erlebt. Eine Faszination, also als Person, aber auch als Schriftstellerin. Und ja, wenn ich vergleiche, ich sehe, es ist eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Ich kann mich erinnern, da letztes Jahr bei der Eröffnung, ich weiß, es waren so 30, 40 Personen. Und bei der Eröffnung dieses Mal am Freitag, ich denke 100, wenn wir nicht falsch liege, mindestens 100. Wir haben extra Stühle gebraucht. Das heißt, es entsteht etwas in Graz. Graz wird zum Tschala, ja, um das Wort nochmal zu nennen, zum Hauptplatz, also zu einer der Hauptplätze der afrikanischen Literaturen in Österreich sein. Man merkt, dass das Publikum mitkommt. Das ist sehr wichtig. Dass es da Leute gibt, mittlerweile gibt es Leute, die jedes Jahr dabei waren, also auch online. Und es ist sehr begrüßenswert. Und das zeigt einfach, dass es Leute gibt. Es gibt da ein Bedürfnis, Stimmen aus anderen Kontinenten zu hören. Und es ist unsere Aufgabe, immer wieder gemeinsam zu überlegen, welche Leute wir nach Graz holen, was können sie anbieten. Weil für mich Literatur ist einfach die Brücke. Literatur ist eine Brücke zwischen Menschen. Und wir haben gestern gehört, sei es von Precious, die auch Grazierin ist, oder von Leila Abulela aus Sudan, oder Abdelaziz Baraka, der zurzeit der Stadtschreiber ist. Das sind alle Menschen, die durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Anwesenheit, durch ihre Texte immer wieder schaffen, die Menschen aus verschiedenen Kontinenten ins Gespräch zu bringen. Und das ist für mich besonders. Ich nenne zum Beispiel zum Schluss ein Theaterstück von Baraka, Mein Schrödinger, in Anspielung auf das Quantum, also der Quantumphysiker Schrödinger aus Österreich. Und das ist wichtig, also immer wieder solche Verbindungen zu sehen.
Und das bringt mich auch zu was, zum Beispiel der Poet und Philosoph Edouard Glissant, der sein ganzes Leben praktisch mehr oder weniger vertreten hat, die Poetik der Beziehung, la Poésie de la Relation. Und das ist, was gerade durch Zahler in Graz passiert. Und wir können das wirklich begrüßen.